Herzlich willkommen zu Wirtschaft TV. Wir sprechen heute über den Markt und wir holen uns gute Tipps von Profitrader Samir Boyadan. Herr Boyadan, schön, dass Sie da sind. Was ist denn Ihre Einschätzung? Der DAX hat ja erstmal Anfang des Jahres eine unglaubliche Rallye hingelegt, aber dann haben wir erstmal diese Korrektur gesehen. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie geht es weiter jetzt so in der zweiten Jahreshälfte? Ja, also grundsätzlich richtig. Wir sind im Januar gestartet. Wir haben also gut 27% in der Spitze zugelegt. Wir haben das Top knapp bei 12.400 Punkte. Und dass der Markt jetzt auf diesen Niveaus mal etwas konsolidiert, korrigiert, ist absolut legitim. Da ist also im großen Chartbild noch nichts kaputt. Jetzt muss man natürlich erstmal die ganzen politischen Ereignisse noch mit berücksichtigen. Wir haben das Thema Griechenland, was uns jetzt im Moment weiterhin beschäftigt. Aber übergeordnet bin ich schon davon überzeugt, dass der langfristige Trend noch weiterhin ausgedehnt wird. Bedeutet, wenn wir diese Konsolidierung, Korrektur abgeschlossen haben, da gibt es nochmal charttechnische Marken Richtung 10.500. Wenn die so weit verteidigt wird, werden wir dann im Anschluss nach der Korrektur mit höchster Wahrscheinlichkeit Ziele in Richtung 13.000 nochmal ansteuern. Okay, also 10.500 mal so ein bisschen im Auge behalten. Okay, alles klar. Reden wir mal über die Einzelaktien. Was ist da so Ihr Tipp? Haben Sie da einen heißen Tipp für uns, was besonders interessant ist? Ja, also grundsätzlich gibt es natürlich viele interessante Aktien, die man zumindest mal auf der Beobachtungsliste setzen sollte. Auf diesen Niveaus würde ich jetzt erstmal abwarten. Wir haben das Thema Griechenland, wir haben die Sommerkorrektur, die voll im Gange ist. Und auch das entwickelte Handelssystem von mir zeigt mir im Moment, dass man lieber doch nochmal abwarten sollte. Aber wer auf diesen Niveaus nochmal abwartet Richtung dem Monat Ende September, da sollte man zumindest mal favorisieren, günstig einzukaufen, wenn der Markt etwas tiefer rutscht, weil saisonal bedingt Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März sehr, sehr starke Börsenmonate sind. Und das ist die beste Zeit eigentlich wieder dann zu investieren. Okay, und da kann man auch mal den DAX kaufen über ein Finanzprodukt beispielsweise. Das wäre auch so eine Alternative. Genau, also den DAX selbst, dann hat man gleichzeitig alle 30 Aktien gekauft. Aber Automobilwerte sind auch sehr interessant, die ich auf diesen Niveaus weiterhin beobachten werde. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist die Aktie BMW. Die sieht hervorragend charttechnisch aus. Dann haben wir die Daimler. Das sind alles Aktien, die überproportional stärker gestiegen sind als der gesamte Markt. Und bei einer gesunden Konsolidierung sind das genau die Aktien, die man in der Trendstärke auch weiterhin kaufen sollte. Wir haben auch tolle Produkte im Programm, BMW und Daimler. Sprechen wir nochmal über den Goldpreis, da kennen Sie sich ja auch sehr gut aus. Was sagen Sie also, wie wird er sich weiterentwickeln jetzt in Zukunft? Also beim Gold bleibt es etwas schwierig. Wir sind jetzt nach dieser starken Korrektur, nachdem wir knapp bis 2000 Dollar vor einigen Jahren gelaufen sind, befinden wir uns weiterhin in der Korrektur. Im zweiten Step befinden wir uns aktuell in einer Seitwärtsbewegung. Das bedeutet, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit diese Seitwärtsbewegung weiterhin noch an den Märkten gespielt wird. Und da muss man jetzt einfach mal abwarten, bis charttechnische Kaufsignale da sind. Die haben wir noch nicht. Und ich bin guter Dinge, wenn der Goldpreis, ob das dann dieses Jahr noch stattfinden wird oder vielleicht im kommenden Jahr, aber die Marke um 1240 Dollar nachhaltig rausnimmt, haben wir relativ gute Chancen, einen starken übergeordneten Aufwärtstrend zu erleben. Und nicht nur beim Gold, auch beim DAX haben Sie uns vorher erzählt, da könnten wir dann auch sehen. Sehr schön. Herr Boyadan, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank Ihnen fürs Zusehen und wir haben mitgenommen, der DAX könnte auch in der zweiten Jahreshälfte nochmal vielleicht bis auf die 13.000 steigen. Autowerte im Blick behalten. Schön, dass Sie mit dabei waren. Tschüss.